Ich freue mich über euren Erfolg. Eure Gedanken sind meine Taten. Die Zeit ist reif, um der GDI den Todesstoß zu versetzen. Hammerfest muss zermalmt werden. Es ist ihre letzte Bastion und wird gut verteidigt. Die Bruderschaft konnte die Außenbefestigungen nie durchbrechen. Findet einen Weg, diese Anlagen abzuschalten. Kabal, analysiere Hammerfests Abwehr. Die Systeme sind undurchdringlich, keine Schwachstellen. Die Technologie ist fehlerlos. Der menschliche Faktor allerdings ist mit Mängeln übersät, wie immer. Eine Überprüfung der Stützpunktbesatzung fördert einen ironischen Zufall zutage. Das hier ist Jake McNeil. Ich glaube, ihr kennt seinen Bruder. Er leitet einen Inspektionskonvoi, der die Außenanlagen des Stützpunktes überprüft. Erobert einen Außenposten der GDI, bevor der Konvoi kommt. Greift dann den Konvoi an und verhindert, dass er zum Stützpunkt zurückkehrt. Ihr müsst unentdeckt bleiben. Zerstört nur, was unbedingt zerstört werden muss. Die GDI-Abwehranlagen befinden sich hier. Passt auf, dass ihr beim Angriff keine GDI-Anlagen zerstört. Ihr werdet sie nämlich brauchen, um GDI-Cyborgs zu bauen, die dann unter unserem Befehl stehen. Sobald Jake McNeil mit seinen Cyborgs unseren konvertierten Stützpunkt inspizieren will, greift ihr an. Schaltet alle Cyborgs aus, aber verschont McNeil. Benutzt die zur Verfügung gestellten Toxin-Cyborgs, um McNeil unter Kontrolle zu bringen. Sobald er überredet wurde, uns zu helfen, bringt ihn hier raus. Wenn er die Falle entdeckt, nehmt ihn gefangen, bevor er aus dem Sektor entkommen kann. Okay. Bei der Mission kann ich jetzt schon sagen, werde ich oft speichern. Verstärkung ist eingetroffen. Verstärkung ist eingetroffen. Ja, ihr? Sofort. Verdecktes Vorgehen ist der Schlüssel. Sofort. Sofort. Ja, ihr? Einheit bereit. Einheit bereit. Wir können jetzt auch hier mal nachschauen, was wir... Ah, wir haben hier schon mal... Ingenieure drin. Das ist wichtig zu wissen. Dann müsste im anderen vielleicht auch das. Yep. Und hier sind dann weitere Toxin-Cyborgs. Und wir müssen hier hinten hin. Und diesen Stützpunkt sozusagen einnehmen. Ohne dass wir entdeckt werden. Wenn wir entdeckt werden, dann. Ja, dann dürfen wir McNeil, den Bruder zumindest, über die ganze Map jagen. Ich speichere das gleich mal, weil ich kenne diese Mission. Schauen wir mal, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Nee, hier hinten haben wir nichts vergessen. Ja. Sofort. Na, das, diese Mission wird wirklich interessant. Alarm auslösen. Das wäre jetzt halt fatal. Sobald ein Alarm losgeht, sieht das ganz, ganz schlecht für uns aus. Okay, wir sind in der Nähe dieses Stützpunktes jetzt. Und ihr geht mir viel näher an die Wand hier. Weil hier gibt es nämlich einen zweiten Eingang, kann man sagen. Ah, dann okay. Bereit, schon dabei.
habe ich voll vergessen, dass die... Ich habe gedacht, der wäre voll gewesen. Aber dem war halt dann nicht so. Weil die dürfen wir jetzt halt auch nicht unbedingt verlieren, diese Spezialeinheiten. Weil die sind nur in der Lage, Macken, seinen Bruder zu fangen. Und hier sehen wir, hier ist er. Jake McNeil. Und... Och nö, okay. Wir können neu starten. Weil das schaffen wir jetzt halt nicht. Verstärkung ist eingetroffen. Ja, schon dabei, schon dabei. Verstärkung ist eingetroffen. Sir, Einheit bereit. Ich höre, schon verdecktes dabei. Verdecktes Vorgehen ist der Schlüssel. Ich bin bereit. Wir hätten diese Mission geschafft, hätte ich von Anfang an darauf geachtet, dass hier nicht viele Einheiten drin sind. Ja, Sir. Ja, Sir. Erledigt. Ja, Sir. Hm. Ja, Sir. Bereit, Sir. Zumindest wissen wir ja jetzt hat den Weg. Ja, Sir. Ja, Sir. Bereit, Sir. Bereit, Sir. Bereit, Sir. Warum fährst du hier unten lang? Ja, Sir. Weiß ich, vielleicht der ein oder andere fragen wird, warum wie wir ein wie wir eigentlich unentdeckt bleiben sollen, selbst wenn wir diesen Stützpunkt übernehmen. Das ist eigentlich ganz einfach. Die Farbe ändert sich nicht. Wir nehmen den erstmal ein, dann hat das unsere Farbe. Aber sobald wir die ganzen Schlüssel-Sachen eingenommen haben, verändert sich die Farbe automatisch wieder in Gelb. Das heißt, dann sind wir doch nochmal ungesehener. Ich muss nochmal schnell herausfinden, wie die... Da waren sie. Sofort, sofort. Schon dabei, schon dabei. In Ordnung, Sir. Wird ausgeführt. Wird erledigt. Ja. Wird erledigt. Okay, hoch mit euch. Und hier muss irgendwie auch wieder was sein, dass man runterkommt. Wie gesagt, schwierig wird's, wenn wir das nicht rechtzeitig einnehmen. Und wir zu früh entdeckt werden. Hier sieht man schon mal, hier können wir einfach hoch und runter. Das ist schon mal praktisch. Du gehst mir mal hier hin. Hier sieht man, dass
die doch recht stark sind, diese Gang. So. Wie geht's denn jetzt auch nochmal hier runter? Unser Verbündeter wird angegriffen. Ich bin bereit. Ingenieur meldet sich. Kein Problem. Ja, Sir. Kein Problem. So. Gebäude erobert. Schon dabei. In Ordnung, jawohl, Sir. Gebäude erobert. Erledigt. Ingenieur meldet sich. Erwarte Anweisung. Kein Problem. Ah, die Verteidigungssysteme sind gar nicht aktiv. Ups. Weil ich habe die ganze Zeit gedacht, die Verteidigungssysteme sind aktiv. Okay. Gebäude erobert. Wird gebaut. Wird hergestellt. Bauen wir gleich mal ein paar Sanitäter. Weil die werden wir eh brauchen. Wir brauchen auch dringend 1-2 Titan. Ich weiß gerade gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich speichere jetzt halt einfach nochmal. Könnt ihr mir gerade auch im Chat schreiben, ist wäre es jetzt sinnvoll, nee, das, oder? Er braucht noch ein bisschen, bis er da ist, das ist schon mal gut. Und das meinte ich auch damit, dass man, hier die Farbe auch wechselt. Und jetzt sind auch unsere Amphibienfahrzeuge dementsprechend golden. Einheit bereit. Wir müssen jetzt halt hier wirklich warten, bis er hier drinnen ist. Erst dann können wir was machen, weil sobald die merken, okay, hier stimmt etwas nicht, nochmal speichern. Der Part ist jetzt halt nicht unbedingt einfach. So wie ich den in Erinnerung habe, weil er sollte recht unverwundbar sein. Überzeugt nur sie McNeil mit Toxineinheiten uns zu folgen. Würde ich ja gerne machen. Der muss jetzt halt nur noch herkommen. Weil ich möchte, dass der in die Base reinkommt, weil dann haben wir doch ein bisschen bessere Chancen. Vielleicht wird unser zweiter Titan noch rechtzeitig bereit. Ja, super. Einheit bereit. Ha! Einheit bereit, Tor an! Ich höre. Wird erledigt. Ja. Sunny bereit, jawohl! Ich höre. Holzkörper. Zwei
nachrangiges Ziel erreicht. Oh, das ging schneller, wie ich gedacht habe. Ja, sofort. Sofort. Sir? Ja, Sir. Erledigt. Einheit bereit. Ha. Müssen wir ihn nur noch hier zum Evakuierungspunkt bringen und dann haben wir es geschafft. Geil! Ich höre. Ja, wie Sie wollen. Ja, Sir. Das ist eigentlich sau praktisch, diese Mission. Man sieht, man ist erstmal rot und dann kriegen wir wieder die GDI-Farbe. Das ist schon mal saucool. Darum mag ich diese Mission. Die geht generell recht einfach. Man muss hier wirklich diesen Stützpunkt übernehmen und der Rest ergibt sich von ganz allein. Weil das war jetzt halt eigentlich bloß mit den Toxineinheiten, dass wir da entdeckt wurden, eigentlich nur Dummheit. Weil das, es ist auch hier so, wenn sie hier sind, dann muss man hier, von hier aus, ganz nach oben oder nach rechts hoch, um ihn abzufangen. Weil dann kommt nämlich ein Flugzeug, wo ihn abholt. Das ist halt da diese Krux an der Geschichte, darum auch verdecktes Vorgehen in dieser Mission. Ich verstehe auch jetzt wegen Hammerfest die Verteidigung. Jeder, der die Hammer bisschen mit der Hammerfest-Verteidigung vertraut ist, vor allem in der GDI-Kampagne, wird die nächste Mission recht gut verstehen. Warum am Anfang? Aber mehr weiß ich da auch nicht. Ich habe es nie geschafft, rechtzeitig das mit der Zeit zu schaffen. Ja, ich kenne ein bisschen die Mission, aber ich habe sie nie geschafft. Ich bin eigentlich immer, bevor ich das eigentlich geschafft habe, sind wichtige Einheiten kaputt gegangen. Und das ist nicht unbedingt so gut. Ja, Sir. Motor an. Verstärkung ist eingetroffen. Wir könnten eigentlich den ganzen Kletterradar jetzt mal vorschicken. Und du hinterher. Drittrangiges Ziel erreicht. Speichern. Jupp. Fortsetzen. Einsatz erfolgreich. Ja, dann erwartet uns nur noch die letzte Mission. Aber die werde ich heute nicht mehr machen. Nun gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns vielleicht schon morgen. Also bis dahin, ciao, ciao.